Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar gewonnen. Die regierenden Christdemokraten von Ministerpräsident Rainer Haseloff kommen ersten Prognosen zufolge auf mehr als 30% der Stimmen. Die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Oliver Kirchner wird mit mehr als 20% der Stimmen zweitstärkste Kraft. Die SPD erreicht nur einstellige Werte. Die Grünen schneiden mit rund 7% schwächer ab als erwartet. Die FDP dürfte nach 10 Jahren den Wiedereinzug in den Landtag schaffen. Die Linke verliert in dem ostdeutschen Bundesland weiter an Boden und erreicht um die 10%. Haseloff könnte damit die sogenannte Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen fortsetzen. Auch Dreierbündnisse aus CDU, SPD und FDP oder ein schwarz-grün-gelbes Bündnis wären denkbar.